Demnächst startet das Rennen hier. Wir freuen uns schon auf die 71 Runden beim großen Preis von Sao Paulo. Heute könnte ein wichtiges Rennen für Lance Stroll sein. Ja, es ist ein Start auf Position 5. Das Podium ist in Sicht, aber da steht noch einiges im Weg. Okay, kommen wir zur Sache. Wer wird gewinnen? Das wird sich zeigen, hier beim großen Preis von Sao Paulo. Die Ampel ist aus und los geht's. Wir müssen unser eigenes Tempo fahren. Wir sollten nicht zu stark am Anfang attackieren. Aber Schumacher attackiert gern mal seinen neuen Teamkollegen. Starker Start. 1, 2, 3, 4, 5 Fahrer nur soft. Verstappen auf 3. Hat eine 3 Platz. Mit Strafen bekommen. Oh, Porsche hat ihn da schon mal geholt. Ey. Wieso müssen Ocon und Piastri die ganze Zeit nebeneinander fahren? Dadurch haben wir keine Chance. Aber wenn die schon nebeneinander fahren, können wir schlecht dann auch mit daneben fahren. Oh, da hat Piastri nicht aufgepasst. Chance für Bottas. Kurvenflug. Und vorbei. We need to get these tires to last. Copy. Look after your tires. Oh, Bottas ganz nah an Ocon dran. Oh, Sarge, was ist mit dem DRS-Fenster raus? Das wäre schon mal ein guter Anfang, wenn er. Wenn der weg wäre aus dem DS-Fenster. Oh Gott, das macht aber ordentlich Druck hier, ne? Wir müssen einfach gucken, wie stark die Reifen sich abbauen. Ne? Wenn wir merken, okay, wir können mehr als 24 Runden fahren, oder 25 Runden, dann fahren wir auch länger. Dann gehen wir auf Medium, Medium, Soft. Soft auf jeden Fall am Ende. Ich glaube, dass 20 Runden Medium Softreifen auch möglich sind. Und schon können wir das Tempo nicht mehr. Sobald wir runterstellen. Ne? DRS. We are currently in P7. Das geht mit Sarge und Schumacher direkt hier weiter. Ne? Piastri behind. Muss denken, hier geht es aber jetzt diesmal um Punkte. Oh, wir könnten schon mal eigentlich sagen, hier soll aufhalten. Das hat Monaco ein sehr, sehr guter Trick. Ne? Vor allem, wenn dann so zum Beispiel sagen wir Sargent und Ricardo in dem Moment hier mit den Autos hinter dir hast und dann die Top-Autos hinter denen landen, kommen die halt nicht vorbei. Ich glaube, Verstappen kann in diesem Rennen Weltmeister werden. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Aktuell führt halt Norris vor Perez und Verstappen. Ich gebe hier ab. Schnell, 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 Runde. Von Sainz. 1, 12, 1. Wir fahren 12,7 und 12,9. 12.2 und 12.9. Da merkt man dann einen Unterschied am Auto. Fahre ich wahrscheinlich auch ein bisschen, aber eher am Auto. Was wäre eigentlich dann jetzt gar nicht so unglück, Schumacher sagen, er soll aufhalten. Das Problem ist Sargent vorbei. Na, überholt er den halt nicht mehr. Ja, sondern konzentriert sich eher darauf, den nächsten hinteren sich aufzuhalten.
schnellste Runde Verstappen, der jetzt in Führung ist. Obwohl jetzt zu Null direkt hinter Schumacher. Aber die könnten Piastri aus dem DRS rausbekommen. Das müsste man probieren. Aber gleichzeitig attackiert Bottas automatisch dann Ocon. Da kommt jetzt Tsunoda. Boah, schwer zu sagen, wer jetzt das DS hat. Schumacher, okay. Ja, diese Runde weiterhin noch DS, weil wir haben aktuell Piastri aus dem DS-Fenster raus. Schumacher holt wieder Tsunoda zurück. Die beiden fahren parallel. Jetzt hat Tsunoda ihn. Jetzt ohne jetzt Norris, eieiei. Das springt bei den zwei Zehntel und bei uns steigt das immer um zwei Zehntel, auch wenn wir dran sind. Oh, gelbe Flagge. Unfall. Oh, ein hinterer Unfall. Wir haben eine gute Lücke. Russell mit Elben. Stau. Wir haben einen guten Vorsprung auf Russell, aber der halt das schnellere Auto, ne? Und damit kann er Sarge halt wieder gut auch ihn einholen. Aber die Lücke ist jetzt da. Klar, die wird jetzt zugemacht wahrscheinlich. Man muss auch ein bisschen mal aufs Ding gucken, ne? Verkehrsmäßig. Lohnt sich ein früher Boxenstopp wegen Safety Car und allem hin und her. Weil wir hatten hier in der letzten Saison des 22ers ja auch diesen heftigen Crash, der eine Rotflagge gesorgt hat. Was wohl gut aus. Hat ist ja Gott sei Dank noch nicht im DS-Bereich von Schumacher. Aber auch nicht mehr so weit weg. Bottas ist auch kein DS mehr. Jetzt sind wir Futter. So ein bisschen. Oh, Perez ist auch gut zurückgefallen. Bei Mercedes duellieren sich gerade. Haben die auch irgendwas gesagt, dass eine Einschubstrategie gehen soll? Dann müssten halt bis zur 30. Runde fahren und dann auf Hard wechseln und dann durchzufahren. Bottas hat natürlich kein DS. Piastri vorbei. Bleib dran, holst DS und dann schnappst du ihn wieder. Mit 73% liegen wir auch gar nicht, glaube ich, gar nicht so schlecht da, ne? Nö. Aber halt trotzdem weniger als alle anderen mal wieder. Wir haben genauso viel Prozent wie Norris. Schumacher Sergeant. Hat Sergeant gerade Gas gegeben oder warum war der beim wieder so schnell nah dran? Jawohl. Ja, ES Power ist auch nicht mehr so gut. Das soll halt bis zum Rennen des Saisonende. Das wird hart. Bottas, Piastri, außenrum, innenrum, außen. DS für Piastri, wird nix. Das ist schon hart, ne? Man versucht es immer wieder und dann. Ja, das hier ist halt klasse, was Schumacher macht. Der hält die unterbewusst, hält er die gut auf. Aber fährt genauso schnell wie halt Pocher. Aber da ist man halt ein Russell und die fahren alle halt 11, 9 oder 12
Axel 5. Und darf unsere Boxenstrategie halt nicht unterschätzen. Wir stehen halt ein bisschen länger. Deswegen ist manchmal so eine Zweischubstrategie für uns gar nicht so effektiv. Oh, jetzt ging Russell vorbei. Das war ein nicht gerade guter Fahrmoment. Und fast ist Schumacher aus dem DS raus. Wieso ist Sargent einmal so ultra schnell geworden? Der fährt aber Schumacher weg. Der fährt auf einmal 12,8. Schumacher nur 13,6. Gelbe Flagge. Jetzt gibt es die gelbe Flagge. Marklosen Dreher. In der ersten Kurve? Das Spahn. Bottas ist auch die ganze Zeit hinter Piastri. Der kommt wiederum auch ein bisschen näher an die Vorderleute ran. Sargent hat jetzt... Er hat auch DRS, Sargent. Nee, Sargent hat kein DRS mehr. Was hier schon mal natürlich wieder die Chance ist, ihn einzuholen. Ja, die Saison an sich haben wir jetzt schon abgehakt. Ne? Also, es geht für uns nicht nach vorne und auch nicht nach hinten mehr. Obwohl, doppelte Punkte im letzten Rennen, dann könnte McLaren halt dort auch noch gute Karten haben. Wenn sie halt weiterhin dann so durchziehen, was sie jetzt gerade machen. Aktuell haben beide DRS, ne? Der Porsche, der will auch noch mitspielen. Aber gefällt mir ungefähr. Klar, der Haas ist wahrscheinlich etwas stärker als wir. Von der Rangliste aktuell nicht. Aber schon mal gegen Sargent. Aber ich glaube, Boucher nimmt sich eigentlich nicht viel von Bottas. Ich glaube, Ende der nächsten Saison sind die wahrscheinlich... auf einem Niveau oder haben sogar getauscht, was die Stärke angeht. Ah, dieses dumme zweite DRS, ne? Bisher sehen die Reifen auch deutlich besser aus als erwartet. Vielleicht wechseln wir doch auf die zweite Mediums. Ihr müsst aber 27 Runden fahren. Das sind halt noch 10 Runden. Medium, Medium und dann Soft. Oder wir gehen halt etwas früher auf die Soft. Wenn man das aber so ansieht, halten die Soft echt nicht gut. Also 52. Runde wäre allerfrühestens. Bottas jetzt vorbei an Piastri. Ja. Sehr schön. Tsunoda kommt näher. Schumacher fährt nur eine 13,8. Was war. Also, dass der Wagen halt noch im Vergleich dazu fast auf Neujahrsstand ist. Steckt uns eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, der hat die Aufhängung von Anfang der Saison. Den Frontflügel, glaube ich. Was hat er noch vom Anfang des Jahres? Chassis, glaube ich, auch noch. Wir haben hier viel auf Unterboden konzentriert. Der Pistol ist ja. Vor allem, hier geht es um Platz 12. Ne? Oh, jetzt kommt aber Albon. Das heißt, mit dem Wagen, den aktuell Schumacher hat, ist er auf dem Stand wie der jetzige Alfa Tauri? Stroll kommt rein. Gelbe Flagge auch noch dazu. Geht auf Rot. Und der kommt. Oh, kommt der vor der Truppe raus? Ich hoffe halt nicht. Wo ist er? Er kommt genau in der Truppe raus. Das ist doch eigentlich ziemlich gut. Das spielt uns nämlich extrem gut in die Karten mit Bottas. Oh, jetzt ist Albon vorbei.
Ihr habt zwar eine bessere Beschleunigung, aber wir haben ERS. Das sollte eigentlich auch nicht mehr allzu lange dauern, bis er in die Box kommt. Oh, das war angetäuscht in die Box. Schumacher. Uff. Hat das DS. Und geht wieder an Elben vorbei. Haha, nicht so schnell. Ja, Stroll hängt jetzt in dieser Truppe hier fest. Obwohl Bottas auch nur eine 12-9 gefahren ist. Was Stroll wird wahrscheinlich schon das Soft, Medium Soft fahren, so wie ich die KI hier gerade kenne. Wir fahren auch weiter. 5 Runden müssten es irgendwie noch machbar sein. 13-0. Schumacher. 12-8. 13-2. Die Frage ist, wie weit sind die weg? 5 Sekunden waren die davor. Weil Stroll kann halt seine Reifen halt jetzt nicht so gut ausfahren, wie er es vielleicht gerne möchte. Außer natürlich jetzt, weil er halt eine kleine Lücke aufgemacht hat. Schau mal, Gastian Schumacher vorbei. Weil der frühe Stopp von Stroll könnte das alles negativ für ihn beeinflussen. Weil, ne, der kommt zwar jetzt vorbei, aber danach haben wir halt Gasly, Show, Schumacher, Leclerc-Gruppe. Aber da so easy vorbeikommt, boah, dafür müsste Schumacher, wenn es geht, an den beiden vorderen Leuten dranbleiben. Nose kommt rein. Der wird wahrscheinlich auf jeden Fall weniger Zeit verlieren. Der kommt auch vor dieser Truppe raus. Und Russell auch gelb. Russell gelb und kommt jetzt schon rein. Gelb, gelb. Fährt der gelb, gelb hart. Da wird die gelb, gelb hart Strategie. Jetzt ist Schumacher direkt dahinter, weil die Russell, also die beiden halt mit Russell, Gasly und Show, gerade in allen der Boxen und schon ist Stroll vorbei. Ja, das lief ja dann im Vergleich nicht so gut. Aber er hat satte 7 Sekunden auf Nose verloren. Was? Boah, schwer zu sagen, ne? So, 2 Runden noch bis zum Stopp. Problem ist, ich erwarte eigentlich mit Bottas genau auch in dieser Trupperei rauszukommen, ne? Die aber auch alle nicht mehr so lang fahren sollten. Ja, aber klar, Schumacher wird von Leclerc easy überholt. Oh, Sarge aber durchgereicht worden. So, diese Reifen können wir jetzt mal richtig nochmal drangenommen werden für die nächsten Runden. Boxenstopp, Mediums, nächste Runde. Gelbe Flagge. Immer noch gelbe Flagge. Es gab einen Crash. Keine gelbe Flagge mehr. Mercedes Beef. Ja, okay. Box, Box. Also sie kommen halt etwas früher wahrscheinlich an die Box als Piastri und Tsunoda, so wie Pocher, stehen aber länger. Wo kommen wir mit Bottas raus? Ich hoffe halt, dass wir vor der Truppe rauskommen. Es sind halt knappe 20 Sekunden. Es könnte funktionieren. Wird man jetzt sehen. Sargent ist gerade drin. Aber die werden halt auch jetzt alle reinkommen, so ein peu à peu. Sargent geht auf Rot, steht sehr lange. Sehr gut. Gasly. Gasly könnte gefährlich werden. Moment, Russell ist wieder an der Schumacher-Truppe dran? Okay. 3,2 ist in Ordnung.
Und wir kommen genau in dieser Truppe raus. Ein bisschen Freifahrt haben wir noch. 3,3 bei Schumacher. Da bleibt auf jeden Fall vor Sargent immerhin. So, diesen Stand würde ich dann irgendwann auch den Sprit sparen. Und wir sind dran, Magnussen. Und jetzt haben wir die Chance, bis zur 54. Runde auf jeden Fall zu fahren. Oh, sehr gut. Ricardo und Magnus in der Box. Hilft natürlich Bottas, der sich direkt nochmal das DS schnappt. Oh, nochmal gelbe Flagge. Alle kommen ein bisschen weiter raus oft, ne? Moment, Russell war auch schon in der Box. Das Russell hat Bottas überholt, ne? Ja, wir brauchen auch wahrscheinlich kein ERS. Oh, Ricardo ist direkt hinter Schumacher jetzt. So, jetzt geh weg da. Geh weg da. Alter, brauchen wir lange. Wir haben echt keinen Topspeed. Perez kommt gerade direkt vor Dings aus der Box. Giovinazzi könnte ein Einstopper sein. Aber wenn wir Bottas sehen, ist es okay. Ja, der kann die Kurvengeschwindigkeit aktuell nicht gehen mit den alten Reifen. Jetzt kommt Tsunoda rein, jetzt kommt Boucher rein. Es wäre ein Wunder, wenn die vor Dings rauskämen. Auch wenn der Stopp von denen natürlich schneller ist. Okay, wir sind jetzt schon vorbei. Oh, ein Stopp. Geht schief. Ja, welche Reifen haben die jetzt drauf? Boucher hat weiß. Der hat auch weiß. Die könnten jetzt durchfahren. Bottas kurz davor ins DS zu geraten von den anderen beiden. Das wäre natürlich ein richtiger Vorteil für uns. Oh, Verstappen, Sainz und Ocon und Piastri in der Box. Das könnte aber... Na, Norris ist doch ein Tick zu weit weg. Ist zwar kein Angriff, aber ich würde halt gerne jetzt wirklich Bottas zu der schnellsten Runde. So, Motor wird zurückgedreht. Ja, Magnus und Nix schon vorbei, wieder gelbe Flagge. Wir haben Ocon überholt in der Box. Verstappen kommt von der Linie ab, aber der führt halt wieder immer noch 3 Sekunden. Ja, Ocon hat doch relativ kühle Reifen, deswegen kann er gerade das Tempo nicht gerade mitgehen. Jetzt kommt aber Bottas Angriff auf sein Ex-Team. Mit dem Alfa Romeo gegen Mercedes. Und ja, so halb, ne? Der Konter durch das DRS. Die sollten die DRS-Passage etwas früher machen. Also für mich persönlich wäre es halt gut, wenn das DRS komplett wegnimmt. Und Crash! Das war nicht Bottas Schuld. Da sind wir an Kurve 7. Das war jetzt etwas zu viel des Guten. Und es ist nicht nur ein Wagen darin verwickelt, wie man sieht. Ja, okay, eigentlich ist Bottas schuld, der hat keinen Platz gelassen. Ja, wir fahren aber weiter. Ocon, Perez, ich weiß nicht, ob die weiter reinkommen, die fahren nämlich auch weiter. Ist die Frage, wie sehr beeinflusst das halt Bottas? Keine Strafe, ist, das finde ich sehr gut. Boah, Schumacher kann das Tempo gar nicht mitgehen von den anderen, ne? 11,6 mit frischen Reifen. Okay, die haben gerade Soft drauf, ne? Magnus und Ricardo. Muss jetzt auf die Zeiten von Bottas achten. Wenn die wirklich zu schlecht sind, kommen wir frühzeitig rein. Und gehen auch hart. Mache ich zwar ungern, aber das ist dann in dem Moment die beste Entscheidung. 11,6. Das waren die anderen, 11,1. 11,7 von Tsunoda nur. Also eigentlich sind wir genau gleich schnell wie halt Tsunoda, Boucher und so, aber wir werden halt auf jeden Fall den Flügel wechseln. Oh, ich weiß nicht. Sollen wir den Flügel dann wechseln? Wie stark ist der kaputt? Eigentlich gar nicht. Also ich sehe keinen Unterschied zwischen dem, wie es vorher war. Hat
das Spiel sich irgendwas wieder ausgesucht. Oh, der hat einfach jetzt einen Flügelschaden, dabei hat er gar keinen. So, was fährt Bottas jetzt? 11,6, der fährt immer die gleichen Zeiten. 11,7 schon, oder? Aber die haben halt die harten Reifen drauf, ne? Das darf man jetzt auch nicht schützen. Deswegen, ich würde aktuell weiterfahren, am Ende mit Rot. Vielleicht nochmal attackieren. Klar, schon so, die holen halt peu à peu auf. Aber wir sind halt jetzt nicht sonderlich viel, viel schneller. Ich würde auch sagen, wir geben mal kurz ein bisschen reifenmäßig Gas. Weil Schumacher fährt mit seinem alten Auto. Und muss es halt sagen, wir fahren mit dem alten Auto. Eine F9. Angriff von Ocon, der irgendwie, muss man doch sagen, hat Schwierigkeiten, hat an links vorbeizugehen. Ah ja, ein mittleres Vertrauensauto nur. Schumacher sogar sehr geringes. Ja, von Platz 10 auf Platz 18 durchgereicht zu werden, ist auch nicht so schön. Konnte aber jetzt ein bisschen Vorsprung erfahren zwischen Giovinazzi und ihm. Das Gute ist, Bottas kann jetzt, das ist das Beste, was er machen kann, jetzt hinter Ocon bleiben. Und die Zeit halt mitfahren. Weil Ocon und Perez werden durchfahren. Okay, Gasly muss auf jeden Fall ja auch noch rein. Das ist halt die Frage, ne? Wie viel Zeit verlieren wir durch einen Frontflügelwechsel? Weil ich finde die Zeiten aktuell von Bottas gar nicht so schlecht. Also so ein geringer Flügelschaden ist gar nicht so dramatisch, wie man das vielleicht denken würde. Rot? Rot? Hä? Rennende! Bottas, oh, Bottas von DS und der war schon davor. 11-2 ist eigentlich ganz gut, wenn man die Gegner gerade sieht. Die fahren alle langsamer. Bis auf Magnus und Leclerc, aber... Ich weiß halt, Magnus hat die Roten. Leclerc könnte gefährlich werden. Aber die könnten wir vielleicht mit den neuen Reifen dann stark attackieren. Wir müssen halt noch gute 12 Runden, mindestens mal 12 Runden fahren mit den Reifen. Perez scheint aber ein bisschen mehr Schaden zu haben, weil der kann das Tempo von den beiden gerade nicht mitgehen. So, wahrscheinlich jetzt 11,6 wieder, ne? Ne, 11,5. Mal 11,3. Ja, die holen halt minimal gerade auf. Aber jetzt haben wir halt dann in dieser Runde halt den DRS dann viel lange gerade. Das heißt, es hilft uns wieder. Es ändert sich halt nicht viel, ne? Nur der Perez halt. Ja, Show holt schon gut auf. Aber, ja, okay, man muss sagen, wir haben am Ende die Roten. Die Roten können am Ende halt viel entscheiden, aber Show und Gasly werden halt vor uns reinkommen. Und das sehe ich als Gefahr. Ich kann halt jetzt schlecht reinkommen, jetzt reinkommen und dann auf hart zu gehen. Das macht keinen Sinn. Das Einzige, was halt richtig gut Sinn machen würde, wäre ein Safety Car. Dann auf die Reifen zu wechseln und vielleicht einen Flügel zu wechseln. Oh, gelbe Flagge. Oh Gott. Wieso wird er so schnell schlecht gemacht in dem Spiel? Ich verstehe das einfach nicht. Just keep pushing. Kann es doch nicht angehen, dass er halt echt so viele Fehler macht. Und einer, der vom Rating her unter ihm ist, wie Sergeant, halt nicht so viele Fehler. Oh, Perez hat auch blockierende Reifen gehabt. Er ist auf Platz 10 zurückgefallen. Ja, einerseits muss man sagen, der Wagen fährt sich wahrscheinlich scheiße, wenn Schumacher fährt. Im Vergleich zu Bottas seinem Auto. Aber wie gesagt, er hat Fehler gemacht. Die Leute, die ein geringeres Rating haben, halt nicht gemacht haben diese Saison. Ich verstehe es halt nicht. Klar, es ist jetzt Motzen, so ein bisschen, ne? Aber man will ihm halt trotzdem irgendwie auch das Vertrauen geben.
Deswegen, wir schauen mal, wie die nächste Saison läuft. Wenn es richtig katastrophal ist mit beiden Fahrern, dann müssen wir uns halt vielleicht komplett zwei neue Fahrer suchen. Was? Ocon und Bottas ziehen gerade Show ab. Aber das liegt an seinen Reifen. Gasly wiederum ist gerade 8 Sekunden in freier Fahrt. Und dann hat er einen, den er auch easy überholen kann. Oh, jetzt gibt gerade Ocon ein bisschen Show. Kommt in die Box. Also, wir fahren halt noch knappe 9 Runden. Das ist schon krass. Die werden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich uns vorbeifahren. Haben aber jetzt die Gelben, glaube ich, drauf, ne? Ja. Yep. Oh, das wird eng zwischen den beiden. Gasly vorbei an Show. Wir hatten halt nur 5 Sekunden Vorsprung, ne? Und die Gasly fuhr jetzt eine. Okay. Nicht messbar. Ein 11-0 von Bottas jetzt. Gute Zeit. So, was schafft Gasly, wenn er jetzt alleine fährt? Nur 10-9. Der ist mit den Soft-Reifen nicht so schnell, mit den Mediums nicht so schnell. 9 Runden noch. Also wir haben es gerade eben auch geschafft, ne? Als Schumacher, klar. Komm, Schumacher, wir holen dich rein. Harte Reifen. Diese Runde. Dann kann der bis zum Ende fahren. Ja, ich würde die Saison halt liebend gerne eigentlich im Schnellmodus sagen. Hier, zack, Saisonende, dass ein Rennen passiert, wenn es sowieso um nichts mehr geht. Aber gleichzeitig will man die Rennen auch schauen. Sargent kommt rein, Schumacher auch. Sargent geht wahrscheinlich jetzt auf die Gelben wieder. Die dürfen aber keine Gelben mehr nehmen. Und dazu geht doch der Stopp schief. Geil. Sowas kannst du dir nicht. Ja. Sowas kannst du eigentlich nicht sagen. Was soll man da machen? 11-1, also wir ziehen ihn ganz gut ab. Klar, jetzt gerade Gasly und Show, die geben gerade richtig Gas. Aber wenn wir rauskommen, haben wir die frischen Reifen und können ja halt die wieder attackieren. Oh, Bottas hat kein DS mehr. Nein! Was schafft Bottas, wenn er alleine fährt? L5. 11-1, 11-8, 11-7, 11-2, 11-3, 11-3, 10-0. Ah, Piastri, der fährt ja durch. Ach, schon. Wie viel Rückstand haben die denn? Boah, wir werden mit Bottas auch da landen, ungefähr, ne? Zwischen Markus und Joe aktuell. Sportlich. Dann sind die Punkte doch etwas weiter weg. Weil nur 14 Sekunden reicht ja nicht. Magnus ist gerade in der Box. Okay. Eine 10-3. Jetzt, was waren sie jetzt? Eine 9-0. Eine 9-9. Okay, 53. Runde ist ja das geplante Ziel. Deswegen heißt es jetzt Gas geben. Schumacher mit der 10-9 eigentlich. Gar nicht mal so schlecht mit den Harten. Auch wenn die Harten neu sind. Norris in der Box. Norris geht auf Rot. Der schafft das ja easy. Wir müssen halt noch ein paar Runden weiterfahren. Weil an sich hat jetzt Norris unsere Mediums draufgepackt. Oh, Schumacher sollte mal ein bisschen mal Tempo rausnehmen, ne? Da war ein bisschen Gas geben im Motor. Was ist denn in der Box? Der geht auch jetzt auf Rot. So, Boxenstopp, Rot. Nächste Runde. Aktuell sind wir Vierter.
So, was fahren wir für Zeiten? Eine 10.8 ist solide. 10.9, 10.3, 11.1, 11.1, 11.1, 11.1. Ja, genau. Vier Leute mal mit 11.1. 10.5, 10.3. Also ich hoffe mal, dass wir halt vor Schuhe noch rauskommen. So, halt so viel Zeit hatten, haben die uns eigentlich nicht weggenommen. Wenn man das so sieht. Ja, hier kann man jetzt... Normalerweise ist Schumacher nicht so weit weg von Bottas. Nur diesmal, ja, Bremser, Boxenstopp ging schief. Ich hoffe, der Boxenstopp geht jetzt nicht schief. Der geht meistens aber bei Schumacher schief. Deswegen umso mehr hoffe ich, dass es jetzt funktioniert. Schnellste Runde von Swassel. 3-4. Ja, unsere Verhältnisse ganz gut. Da kommen nämlich schon Gasly. Das wird mal eine richtig sportliche Aktion jetzt. Ich muss erstmal an den beiden vorbei. Und dann noch 6 Sekunden aufholen. Frage ist, geht irgendjemand in die Box? Nein. Bottas war der letzte Fahrer, der in die Box ging. Ich will aber jetzt das ERS auch gerne aufsparen gerade. Um die Lücke gerade nach vorne, wenn es geht, so zu schließen. Aber das Gute ist, wir kommen halt mit dem mit. Ja, mit nur Volldampf schaffen wir es nämlich nicht. Ja, komm schon, Bottas, du schaffst das. Ab ins DS rein. Das ist nämlich wichtig. Jetzt kriegt nämlich Bottas das ERS. Mit der Mission zu überholen. Jeder weg, Show. Wow. Schade. Ich glaube, das wird so ein super Überholmanöver. Wer hat keins? Gasly hat keins. Das wird jetzt links und rechts vorbei an Gasly. Oh, das ist krass. Das sieht auch eigentlich mega geil immer aus. Aber mit dem Speed, den die gerade hier fahren, wir haben immer noch Flügel kaputt. Okay, jetzt müssen wir. Wir müssen jetzt an Show vorbei. Ja, cool, mach's einfach frühzeitig, ne? Ist halt ein bisschen Quatsch. Damit er hat das DS sogar noch mitgenommen. Jetzt müssen wir ES sparen. Die Reifen sind noch top. Show, nein. Wir holen auf Perez gut auf, wir holen auf Piastri gut auf. Also bis zu Noda sind alle sehr nah beieinander. Hoffen müssen wir hoffen, dass die Reifen so lang halten. Ich muss sagen, ein Stopp ist jetzt nicht unbedingt die beste Variante. Wenn man Verstappen sieht, dann schon. Ja, die kommen nämlich richtig gut näher. Wir müssen... Oh, gelbe Flagge. Ach, einer wieder ein bisschen weit rausgekommen. Nein, Show. Nein, mach's nicht. Nein. Genau. Nett von dir. Jetzt, wir müssen halt jetzt ERS sparen, um dann an Perez mit vorbeizugehen und an Piastri. Das wird hart. Aber wir probieren's. Das, ja, ist okay. Jetzt kann er mitziehen und schon vorbei an Perez. Mit DRS jetzt an... Na, komm, außenrum. Bessere Reifen. Jawohl. Heb ab in die Punkte. So, die Frage, kommen wir jetzt auch nur weit schnell genug weg? Ja, also wir kommen schon gut weg, aber glaube ich nicht weit genug. Show auch schon Perez vorbei. Aber jetzt bieten wir halt Piastri die beste Chance, das DRS nämlich zu behalten. Da kommt mir Show nämlich nicht so direkt vorbei. Gut ist, Leclerc fährt alleine, Boucher fährt alleine, Tsunoda fährt alleine. Ob wir halt nur Stroll bekommen, ist die Frage. Ja, Piastri hält sich halt wacker, ne? Jetzt aber raus. Und wir nähern uns immer mehr Boucher.
schon mal, dass die da spritlos werden. So. Da gehen wir jetzt auf Sparmodus. Da geht es wieso nichts mehr. Perez kommt jetzt erst rein. Eieiei. Oh, wir haben schon das DS auf Boucher. Ja, bei Schumacher sparen wir jetzt die Komponenten für die nächsten Rennen. Ne, ich komme jetzt nicht absichtlich in die Box, um dann zu sparen. Oh, Boucher. Das ging schnell. Raus aus dem DS mit ihm. Die Frage, wie schnell kommen die an? Wir fahren immer noch gut eine halbe Sekunde schneller, ne? Als die anderen. Eine Sekunde als Tsunoda, eine halbe Sekunde als Leclerc. Bei dem Tempo. Ist die Frage, wie lange das dann dauert, ne? Show auch jetzt vorbei. Show ist der Einzige, der mithalten kann. Der Gasly musste gerade ein bisschen federn lassen. Ja, weil diese Runde haben wir jetzt nicht so sehr aufgeholt. Doch immer noch eine halbe Sekunde, okay. Kommt gar nicht so vor. Weil Leclerc ist auch nicht weit weg von Tsunoda. Und von bei Tsunoda holen wir fast eine Sekunde auf. Über eine Sekunde sogar. Das heißt, Platz 7 ist aktuell möglich. Oh, zwischen Gasly und Show könnte es mal einen richtig harten Kampf am Ende geben um die Punkte. Ja, Schumacher soll auf jeden Fall jetzt so fahren. Also ein bisschen Reifen sparen, Sachen sparen. Wir könnten da rausziehen, aber sowas macht man nicht. 2,6. Wieder eine halbe Sekunde. Und wieder über eine Sekunde auf Ding. Dabei fahren wir normal. Ja, die Reifen sollten auf jeden Fall halten. Wir geben mal ein bisschen Gas wieder. Wir müssen ja auch jetzt so gesehen irgendwie an Leclerc und Tsunoda vorbei. Prozentual. Oh, sind wir mit deutlichem Vorsprung. Noch, wir haben 15% Reifenvorteil. Plus die weichere Mischung. Oh, kommt auch noch ein Stopp, ne? Aber der ist doch ein Stückchen zu weit weg. Wir sollten vielleicht Ende der Runde dran sein an denen. Ja, sieht nämlich sehr gut aus. Also wieder Reifen sparen. Dass die schön das DRS jetzt mitnehmen. Vielleicht schafft das aus eigener Kraft schon an einen vorbei, ohne dass wir das DRS verwenden müssen. Weil wir kamen ja gleichzeitig mehr an Tsunoda ran als an Leclerc. So, jetzt sind wir direkt dran. Wir müssen aber aufpassen, wir müssen da schnell vorbei, weil Show da hinten schon angebrettert kommt. Fahren wir ein bisschen aggressiver und geben ab jetzt das ERS dazu und den Motor. Oh, ne, kein Doppelüberholmanöver. Das will lieber Leclerc alleine erstmal machen. Ja, wir ziehen einfach hinter Leclerc mit. So, nehmen wir mit. Jetzt dann gegen Leclerc. Weil Show ist jetzt auch an der Truppe dran. Leclerc ist halt unfassbar stark. Oh nein, oh nein. Nein. No more, okay. Die S ist leer. Das ist nicht schlau, Bottas. Du musst an dem vorbeiziehen. Obwohl, vielleicht hat er jetzt genau das gemacht, um jetzt vorbeizuziehen. Nö. Bottas, das ist nicht schlau, was du machst. Spann mich nicht auf so Folter. Aber ja, Cho kann nämlich noch gefährlich werden. Der hat noch richtig gute Reifen. Wir haben 44% bei noch 3 Runden. Wenn wir über Linie kommen, noch 3 Runden. So, jetzt haben wir das DRS. Sagen uns erstmal nur ran, da ist Schumacher. Ihr solltet deinem Kollegen definitiv nicht im Weg stehen. Der gerade an Leclerc vorbeigeht.
Macht deinen Teamkollegen Platz. Oder gehen, nee, die geben am besten die. Oh, schade. Besser wäre es gewesen, wenn er die anderen jetzt aufgehalten hat, weil jetzt ist Leclerc immer noch dran. Reifen Volldampf. Konter von Leclerc, weil jetzt werden die Reifen halt im Vergleich dazu schwächer als die von denen. Letzte Runde von Verstappen. Der gewinnt auch hier dieses Rennen. Leclerc, nein. Sprint. Und okay, der hat aber auch Glück gehabt, dass der auch vom Platz 3 nur geschaltet ist, ne? Die ging bei den Links jetzt echt nicht so weit nach hinten. So, Tsunoda kein DS. Schon mal ganz gut für uns, weil dann kann er Leclerc nicht angreifen. Und Leclerc greift in dem Fall uns an. So, diese gerade müssen wir jetzt aushalten noch. Komm schon, Bottas. Die hältst du aus, die hältst du aus. Geh weg. Max Verstappen mit deinem Red Bull. Wir haben den gleichen Motor. Ja. Und gewinnt. Wir haben definitiv den gleichen Motor. Da sollte eigentlich nichts anbringen. Platz 7 war vorausgerechnet von uns und das sollte, oder ist genau aufgegangen. Fährt schön, wenn er auch da vorne mitfahren würde, ne, und nicht irgendwo abgeschlagen letzter. Mode end over the line. So, we finished P7. Well done, guys. Good job, good points. Overall still a really good weekend. Max Verstappen hat es geschafft. Er schnappt sich dieses Jahr den Meistertitel. Was für ein glorreicher Moment. Der Gewinn des vierten F1-Titels. Tja, Max Verstappen kann einen weiteren Podiumsplatz auf seine Liste schreiben. Der 9. Sieg in dieser Saison. Der Fahrer wird mit Lob überschüttet werden. Und mehr. Und das bedeutet, in Sao Paulo ist es Zeit zu feiern. Sag mal, was das Alfa Romeo Team angeht, wie fühlen Sie sich wohl nach alledem? Nun, das ist eine Geschichte von zwei Fahrern. Es gibt viel Positives, aber auch jede Menge Raum für Verbesserung. Das Team wird wollen, dass beide das Beste herausholen. Unser Team in Sao Paulo sagt Danke, dass ihr dieses Wochenende dabei wart. In der nächsten Runde der Saison kehrt die F1 in die USA zurück, wo der Glanz und der Glamour von Las Vegas auf uns wartet. Ja, Vegas ist jetzt nicht unbedingt die Lieblingsstrecke. Aber hier, Russell von Platz 14 auf Platz 2 mit einer Zweischubstrategie. Also die ist echt stark. Ne? Also auch allgemein all die Zweischub hatten. Okay, Norris war schon vorne. Schätze mal stark, da lag es da am Auto. Auch hier. Ne? Zwei Stopper sind echt gut nach vorne gekommen. Ja, außer hier. Die drei. Bottas damit. Ja, tut er Perez ein bisschen auf Distanz halten. Und die Top 3 wird halt extrem schwierig, ne? Weil was holt 25 Punkte? Gegenüber 6, also. Wenn Bottas unter die Top 5 kommt, bin ich mehr als zufrieden. Also es wäre schon richtig stark. Ah, McLaren kommt aber näher. Doppelte Punkte im letzten Rennen. Ne, bedeutet mit einem Doppelsieg 80 Punkte. Oder sogar mehr. Und wie genau diese 80 Punkte Vorsprung haben wir gerade. Je nachdem, wie das Rennen in Vegas läuft, wird das hier noch sehr interessant. Ja, diese Stopps sind einfach aktuell unterirdisch. Da müssen wir einiges machen noch. Wir kriegen nur 1,5 Millionen. Ja, stimmt, weil wir es nicht geschafft haben. Ich sollte das Ding echt mal langsam ausmachen. Wir schaffen es aktuell nicht ins Q2. Aber im Rennen dann in die Punkte. Ey, unsere Rennpace ist deutlich stärker als Quali-Pace. Was würden die machen, wenn wir aus Pol starten würden? Und tschüss. Noch mehr Siege. Okay. Bottas wird jetzt besser. Hat sich aber letztes Mal verschlechtert. Vor ein paar Folgen. Ich weiß nicht genau, wie viele Folgen. Da war das von 88 auf 87 zurückgestuft worden. Okay, wir haben immer noch 1,7 Millionen Minus. Das heißt, Ende des nächsten Rennens
Sollten im Plus sein. Vielleicht auch schon mit dem nächsten Monat. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir bekommen. Wäre halt sehr wichtig, ne, damit wir mal was bauen können, weil wir haben keinen Frontflügel mehr. Uns fehlt ein Frontflügel. Also wir haben noch Frontflügel, aber halt nur die kaputten. Die hier. Ne, den werde ich jetzt erstmal einbauen. Aber ne, ist halt schon ein großes Ding, ne? Aufhängung ist auch durchgefallen. Wir müssen auch eine Aufhängung bauen. Ne, können uns das aber nicht leisten. Ah, fürs letzte Rennen haben wir dann vielleicht Glück. Oder vielleicht, je nachdem, wann sie uns Geld geben. Ja, das werden wir halt aber in der nächsten Folge sehen. Ob wir es schaffen, noch irgendwas zu bauen oder wir mit einem verschlechterten Auto nach Vegas reisen müssen. An sich muss ich sagen, es wird ein Segen sein, geldmäßig, wenn Bottas nicht mehr da ist. Gleichzeitig leistungsmäßig ist es ein starker Abfall, weil Boucher hat halt nur... Moment, wir müssen hier gehen, ne? Ja, das sieht man leider nicht. Wo ist er? Da, Boucher hat eine 83. Stärker als Schumacher. Aber ja, 14 Jahre jünger als Bottas, ne? Das heißt, der kann im Vergleich dazu deutlich stärker werden. Hat aber dann auch schon Formel 1-Erfahrung jetzt mit dem Haas dann. Ne? Also von daher, man weiß es noch nicht. Kann auch sein, dass das jetzt ein zu Shootingstar wird und nächste Saison um den Titel fährt mit. Wer weiß. Ja, je nachdem, wie gut wir hier geforscht haben. Aber wenn ich die Forschung so ansehe, sind wir da, glaube ich... Okay, wir haben 3 Chassis, das ist schon sehr viel. 1 Frontflügel, 2 Heckflügel, 1 Seitenkasten, 2 Unterböden. Also wir haben schon ganz gut geforscht. Noch nicht das, was wir unbedingt machen müssen. Ne, wir sollten eigentlich viel mehr forschen. Aber ja, wie gesagt. Wir brauchten unbedingt gerade neue Komponenten in dem Moment. Und ja. Danke mir auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.